Kamera läuft. Wir müssen etwas lauter reden, weil es ist nicht so empfindlich, deswegen müssen wir etwas lauter sprechen. Hallo Pia. Moin Moin, schön dich zu sehen. Pia, wir kennen uns schon seit einiger Zeit über Facebook. Mich würde interessieren und vor allem auch die Leute. Du bist die Managerin von Rock'n'Roll Boutiques. Jawohl. Groß rausgekommen, sage ich einfach mal so, seid ihr in der Australien-Tournee, ist das richtig? Das ist richtig. Wir hatten damals schon einen Kundenvorlauf vor 7 Jahren, sag ich mal so, als die Band über eine Schnaps-Idee bei Kabel 1 sich beworben hat, über Deutschland sucht die beste Party. Ja. Da ging es eigentlich los. Deswegen bin ich heute übrigens hier, wegen der Party-Band. Aber ich glaube, die Leute interessiert mehr, wie seid ihr zur Musik gekommen? Denn ihr seid ja nicht mehr 18. Das ist richtig. Aber ich glaube, alle Bandmitglieder haben mit 18 oder sogar mit 16 schon angefangen, Musik zu machen. Ich weiß, die Lorenz-Brüder, die legendären Gitarristen, ja, haben schon zu Hause Klampfen unterm Weihnachtsbaum gefunden. Ja. Keine E-Gitarren, aber normal. Und da war schon Leidenschaft unterm Weihnachtsbaum. Da waren die noch kleine Jungs. Und seit wann existiert jetzt die Rock'n'Roll-Boutiques? Wir sind jetzt genau 17 Jahre alt. 17 Jahre? Ja, gehen mit dem Jahr mit. Anfang 2000 haben der Boutiques zusammengesetzt. Ja. Dafür seid ihr jetzt im südlichen Hamburger Raum, sage ich einfach mal so, wirklich bekannt. Und das ist auch der Grund, warum ich ja heute hier bin, um mit dir zu reden. Schön. Freut mich sehr. Als Partyband, du bist die Managerin, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie habt ihr euch gefunden? Also wir haben uns gefunden, mein Mann ist der Bassist der Band, Thorsten Stahl. Ich bin an seiner Seite gewesen und habe definitiv eigentlich von Anfang an kennengelernt oder mit aufleben sehen. Und war selber nicht von Anfang an im Management. Das hat der gute Lorenz-Bruder gemacht, der dann aus beruflichen Gründen aufgesteckt hat und hat mich dann gefragt, würdest du es machen, weil du bist von Anfang an dabei, du hast es gesehen, du kennst die Materie. Wie lange ist das hier? Das ist jetzt 5 Jahre her, seit 5 Jahren mache ich das als Management oder fast 5 Jahre. Aber an der Seite meines Mannes kenne ich die Band irgendwie schon, glaube ich, manchmal besser, als ich selber kenne. Jetzt ist das ja so, viele Bands spielen ja irgendwo was nach. Genauso wie ihr, seid ihr irgendwo eine Coverband. Ja. Aber ihr nennt euch ja Partyband. Das ist für mich, der ein bisschen mit der Musik bewandert ist, was anderes, als wenn es jetzt ein reiner Interpret ist. Zum Beispiel Soul-Sänger, Blues oder was auch immer. Ihr seid eine Partyband, wir wollen Stimmung machen. Ich würde so mal noch mal ein kleines Veto bei Partyband setzen. Das ist so ein kleines bisschen über diese Fernsehgeschichte bei Kabel 1 gekommen, über diese Überschrift, Deutschland sucht die beste Partyband. Und wir haben eigentlich gesagt, das sind wir nicht. Wir sind eine gute Coverband, ja, aber keine Partyband. Aber die Rutsche ging da so rein. Ja. Und dann haben wir gesagt, ach, dann nehmen wir das auch noch irgendwie. Und dann gucken wir mal, wie wir mit den alten Säcken zwischen den jungen, guten, ja, gut talentierten Musikern mal bestehen. Ja. Und da hängt natürlich immer ein bisschen das Partyband dran. Ansonsten sind wir eigentlich wirklich, sage ich mal, eine gute Coverband. Ja. Es ist ja immer so, viele Musiker haben die Schwierigkeiten, den sogenannten Punkt überspringen zu lassen. Bei euch, so lese ich und höre ich einmal wieder, ist das anders. Was meinst du, woran kann das liegen? Das liegt einzig und alleine an einer ganz, ganz großen Leidenschaft. Ja. Die Jungs vergessen die einfachsten Termine, wenn die Musik drüber steht. Musik, Musik, Musik. Uwe, der Gitarrist, wo man auf die Bühne guckt, links, unser Engels, ist mit einer solchen Leidenschaft dabei. Das siehst du ihm an auf der Bühne. Dann haben wir Michi, den Bruder dazu, rechte Gitarre. Genauso Uwe ist nur der Dramatiker, der das Ganze sehr lebt. Und dann gibt es natürlich
für viele Leute, auch für mich. Hardy, unser Sänger, ist eine Rampensau. Der versteht das Publikum zu wickeln. Der versteht sie zu begeistern. Ist vielleicht stimmig, nicht der ganz riesige oben drauf, aber er hat eine tolle Kombination aus seiner Stimme und dem Bühnenspiel, das Publikum in sich zu bannen. Das schwappt natürlich auf den Gitarristen. Eins ist Uwe, Gitarrist 2 ist Hardy. Und da kommt mein Mann, der sagt, meine Musik, Rücken spielen, Show machen. Und da ist ein ganz, ganz tolles Rhythmus. Und dann haben wir Lars, der unser absoluter Drummerman ist, der den Jungs dermaßen Gas gibt und dann hintern Arsch, würde ich am liebsten sagen. Das schiebt sich untereinander. Und darüber gibt es eine Dynamik, wo eigentlich kein Einzelner mehr raus kann. Eine Coverband ist ja meist immer so, die spezialisiert sich auf eine Gruppe. Zum Beispiel, es gibt eine Stones-Coverband oder eine Beatles-Coverband. Ihr habt ein breiteres Repertoire. Wonach wählt ihr aus? Also wir haben natürlich Favoriten. Uwe ist natürlich unser ACDC-Mann. Michi ist sehr variabel über viele Dinge. Thorsten gibt noch die Rechts-Links-Einflüsse. Hardy kommt mal mit einer restlos verrückten Idee. Darüber kannst du dich nicht auf eins festsetzen. Ja. Weil es gibt sehr viele Coverbands, die nur auf eine Geschichte gehen. Das funktioniert aber bei meinen Leuten irgendwie nicht. Dazu gibt es zu viel Leidenschaft. Ja. Und da kam die Frage, hey, sind wir nicht mehrfach kompatibel, wenn wir das nicht alles etwas mixen und dem Leben einhauchen? Praktisch alles, was zieht oder was irgendwo ein Hit wird oder Hit werden könnte, das vereinnahmt ihr für euch. Sehr gerne. Aber auch in Frage kommen auch mal die B-Seiten, ja, die gerne gehört werden. Und auch gelebt werden, und da kommt auch manchmal die Band und sagt, dann gebe ich die auch mal. Ja, so. Und es gibt auch schon mal Gerangel dafür, jetzt müssen wir das machen oder jetzt müssen wir das machen. Aber im Endeffekt finden sie immer einen tollen Konsens. Ich möchte nachher noch, wenn das geht, irgendwie die Musiker auch noch fotografieren, wenn das ermöglicht. Also es wäre jetzt die beste Chance, jetzt steht sie gerade, weil wenn sie auf der Bühne sind und dann brauchen wir ganz weggehen, kurz ab und machen hinterher weiter. Ja. Dann halte ich sie jetzt mit dem Handy fotografieren sie und dann machen wir hier hinterher weiter. Ja.